Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Whispered World. Nachdem ich an diesem Scheiterrätsel hier etwas verzweifelt bin, habe ich es mir herausgenommen, in der Komplettlösung einmal nachzuschlagen, was man machen muss. Und ich meinte ja die ganze Zeit hier im Vordergrund, das sieht so ein bisschen aus wie ein Totenkopf und das wollten wir auch tatsächlich erreichen. Und das schafft man, indem man den ersten, den dritten und den vierten nach vorne geneigt hat und den zweiten und den fünften so nach hinten. Und ja, wenn man jetzt etwas nach links im Bild, nach rechts im Bild geht, Mensch, jetzt fängt es schon an bei mir, dann sieht man, dass sich hier immer mehr die Silhouette eines Totenkopfes bildet. Ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Ja, und dann tritt man hier drauf und voilà, die Tür ist auf. Aber da, ich weiß nicht, wie lange ich da dran gerätselt hätte, bis ich das herausgefunden hätte. Aber es sieht echt cool aus. Es ist echt gut gemacht. Okay. Wow. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Oder vielleicht fliegen sie auch einfach nur. Okay, was haben wir denn hier alles? Schädel, Ausgang, Höhle, Fenster, ein weiterer Eingang und eine Wache und ein Horn. Okay, schauen wir uns alles einmal an. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Okay, die kennen wir. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Diese Tiere sehen nicht gerade ungefährlich aus. Naja, so ein Schisser. Gut. Gruselig. Ich habe keine Angst vor dir, hörst du? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Na gut. Das Horn wollte ich mir noch angucken, ja. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Vermutlich. Beeindruckend. Es sitzt felsenfest. Und vielleicht kann man damit später noch was machen. Es ist nicht umsonst da. Okay, ein Fenster und der Eingang und die Wache. Die möchte ich noch anschauen. Ich weiß nur nicht, wie nett er zu uns ist. Hoffentlich tut er uns nichts. Guck sie dir an. Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Es geht. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er sieht ganz schön finster aus. Na gut. Also kommen wir da nicht lang? Weiter gehe ich lieber nicht. Mhm. Die Wache würde mich sehen. Na gut. Aber da gab es doch noch das Fenster. Vielleicht können wir da reingucken. Von der Treppe aus oder so? Oder wir beugen uns nach unten? Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gorni, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Bernie! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Garney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Garnets!
Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gorley. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Wow, die sind wirklich finster und nicht nett. Okay, wow, hier kann man auch viel angucken. Da können wir wahrscheinlich dann wieder raus. Ein Seil. Das sieht sogar aus, als kommen wir da vielleicht dran. Ein Seil. Und es liegt in Reichweite. Heute muss mein Glückstag sein. Oh ja. Ein Seil. Und es liegt heute... Ja, ist gut. Nimm's mit. Was haben wir noch? Noch mehr? Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Noch mehr? Noch mehr Kerzenhalter? Ein Eimer, das ist doch mal was Neues. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Gucken, Ach hier, Schlachtplan. Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Okay, den können wir uns vielleicht später noch angucken, weil an den Eimer haben wir was wir kombinieren können. Wir haben nur die beiden Sachen. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Nein, ich komme nicht ran. Schade, das Seil ist wahrscheinlich zu kurz. Gehen wir nochmal nach oben. Mir fällt vielleicht ein, dass wir das Seil mit dem Horn benutzen könnten und das baumeln lassen können. Wofür auch immer. Okay. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Okay. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Kann ich das wieder einpacken? Ich will's haben. Knoten? Moment. Wahrscheinlich kann er seinen eigenen Knoten nicht mehr öffnen. Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpoolen. Das war klar. Aber ist nicht so schlimm, dann gehen wir einmal da rein. Okay, ich möchte den Eimer haben. Da komme ich aber wahrscheinlich immer noch nicht dran, ne? Nein, ich komme nicht dran. Schade. Schauen wir uns den Schlachtplan aufs Näher an. Das ist ein Schlachtplan. Oh je, die Askil plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Oh nein. Oh je, die Askil... Ich glaube nicht, dass ich die Askil auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Was gibt es denn hier sonst noch? Mit den mit den Steinscheiben? Vielleicht irgendwas? Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlägel. Okay. Wir haben aber sonst nichts. Dann holen wir uns irgendwas draußen. Ich weiß nur noch nicht was. Was ist denn hier los? Aufwachen! Oh. Oh oh. Oh oh. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler? Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist das? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Oh nein. Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo ist Spot? Spot ist nicht da. Das mag ich gar nicht. Oh Mann, Spot! Ha,
Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Das war aber gut. So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Ah, ich habe auch was Heu eingepackt. Cool. Wofür auch immer. Ih, das sind Würmer und da lagen wir. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Hilfe? Natürlich nicht. Nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Aber ich muss sagen, jetzt wird's echt finster hier, ne? Draußen scheint es mittlerweile hell zu sein. Hey! Hallo! Oh? Was ist denn da drin los? Was willst du, du Narr? Cool, wir können reden. Lass mich raus! Ein kühner Wunsch! Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Ich bin unschuldig. Ja, die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Oh. Kluges Kind. Ich muss mal... Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Igitt. Und wir lagen da drauf. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich? Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Denk scharf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Ich gebe auf. Ich komme nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja, aber es bedeutet etwas anderes. Egal. Lasst mich ruhig hier drin verrecken. Was hatten wir auch vor? Ja. Ach, wie schön. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Das ist bestimmt voll eklig. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein! Das sind die Reste der Schimmelsuppe. Oh. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Vielleicht können wir als Koch arbeiten. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatt zu machen. Ich wüsste nicht, wer das ist. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keinen Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks? Er ist so unangenehm. Moment. Nehmen wir was von dem Schimmelzeug mit.
Oh, da ist noch ein Holzlöffel. Das ist so eklig. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Okay, schön, dass es zweimal gesagt hat. Ich könnte versuchen, mich durch die Tür hindurch zu essen, aber wahrscheinlich würde ich an inneren Blutungen sterben, bevor ich die andere Seite erreicht habe. Oh ja, stell dich nicht so an. Keine Chance. Meine Finger sind viel zu wurstig, um in das Schlüsselloch zu passen. Und vielleicht nicht der Holzlöffel. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Ja, den haben wir auch vertrieben. Hey, hallo. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe genug Selbstachtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Schade eigentlich. Oder die Nadel. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung. Das ist kein Thema. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Und vielleicht schiebe ich noch das Tablett hindurch, damit der Löffel da drin landet. Nee, doch nicht. Na gut, da können wir wahrscheinlich auch einfach durchgreifen. Das machen wir doch jetzt noch. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Ah, schade. Also doch sowas Ähnliches, wie ich mir dachte, ne? Kann ich das nicht irgendwie davon befreien? Nee. Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. nein, da verhungere ich lieber. Oder lass mich von glühenden Eisen zu Tode foltern. Egal. Ich guck mal, ob da noch irgendwas ist. Schacht. Also ich bin ja der Überzeugung, dass man das machen muss. Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Wir müssen das da unten durchschieben. Nee. Von diesem Wächter. Kann ich das kombinieren? Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Naja, aber ich sehe auch gerade, dass an der Zeit ist, die Folge für heute zu beenden. Ich finde schon noch heraus, was es damit auf sich hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!